Ja, Glück auf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie hiermit recht herzlich zum 13. Krüger-Kolloquium und freue mich, dass Sie doch den Weg durch dieses herbstliche Wetter hierher gefunden haben. Mein Name ist Dr. Tilman Leisegang. Ich bin Physiker und langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prorektor Professor Meyer, der Sie hier begrüßen wollte, jedoch kurzfristig verhindert ist und mich deshalb gebeten hat, die Moderation zu übernehmen. Und angesichts des physikalisch geprägten Themas heute natürlich eine Ehre ist, dieses durchführen zu können. Ja, im Rahmen der Krüger-Kolloquien, einer Veranstaltung der Graduierten- und Forschungsakademien der Bergakademie, kommen renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu Wort. Sie beziehen zu aktuellen Themen Stellung und berichten unmittelbar aus ihrem Schaffen. Die Veranstaltungen stellen inzwischen ein wichtiges Element unter dem Dach der virtuellen Fakultät Pro Wissen dar, welche alle zusätzlichen und überfachlichen Angebote der Bergakademie und ihrer Partner bündelt und fortentwickelt. Lassen Sie mich noch einmal exemplarisch auf die zurückliegenden Krüger-Kolloquien eingehen. Zum Eröffnungskolloquium im Juni 2010 referierte Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker zum Thema Ressourcenproduktivität als neue Melodie des technischen Fortschritts. Weitere Vortragende waren unter anderem Professor Horst Teltschik, ein Mitgestalter der wiedererlangten deutschen Einheit, und Professor Rolf-Dieter Heuer, Direktor des CERN. Einen besonderen Höhepunkt bildete ganz sicher ein Krüger-Kolloquium, zu dem Dr. Sigmund Jähn, erster deutscher Kosmonaut, und Dr. Thomas Reiter, deutscher Astronaut, gemeinsam an die Bergakademie gekommen waren. Auch der Schriftsteller Christoph Hein folgte im Juni 2014 zum wiederholten Male im Rahmen des inzwischen 12. Krüger-Kolloquiums der Einladung nach Freiberg. In seiner Lesung spannte er einen reizvollen Bogen von der Antike zur Neuzeit und ließ das Auditorium auch während der anschließenden Diskussion, die es auch heute wieder geben soll, und dazu lade ich Sie herzlich ein, aktiv daran teilzunehmen, an seinen inspirierenden Reflexionen teilhaben. Nun freut es mich ganz besonders, eine außerordentlich erfolgreiche Wissenschaftlerin, deren Arbeit auch durch zahlreiche Preise gewürdigt wurde, als Vortragende zu begrüßen. Frau Professorin Dr. Christine Silberhorn, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich werde gleich noch einige ausgewählte Eckdaten Ihrer Vita bekannt machen. Vorher möchte ich es nicht versäumen, der Dr. Erich Krüger Stiftung für die Bereitstellung der finanziellen Grundlage auch dieser Veranstaltung zu danken. Dies umfasst auch eine kulinarische Abrundung im Anschluss. Also inzwischen werden hinter diesen Jalousien aus Ihrer Perspektive zur Rechten dafür die Vorbereitungen getroffen. Ich lade Sie also herzlich ein, am Ende der Veranstaltung beim Buffet noch weitere Gespräche zu führen. Ja, neben einer kurzen öffentlichen Diskussion im Anschluss an den Vortrag gibt es also Gelegenheit oder Möglichkeit für weitere individuelle Gespräche. Nun kann ich aus der beeindruckenden Liste Ihres Werdegangs, Frau Professorin Silberhorn, nur auszugsweise zitieren, auch um die Zeit für Ihren Vortrag nicht unbotmäßig zu schmälern. Frau Silberhorn studierte Physik und Mathematik und insbesondere als Lehramtsstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg. Anschließend promovierte sie dort im Jahre 2002 am Lehrstuhl für Optik zum Thema Quanteninformationsverarbeitung. Nach einem zweijährigen Postdoktorat am Clarendon Laboratory der University of Oxford wechselte sie an das Max-Planck-Institut für Optik, Information und Photonik in Erlangen. 2008 habilitierte sie sich schließlich an der Universität Erlangen-Nürnberg und 2010 folgte sie dann einem Ruf auf den Lehrstuhl für angewandte Physik, integrierte Quantenoptik an die Universität Paderborn. Frau Professorin Silberhorn erhielt unter anderem 2008 die wichtigste Auszeichnung für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland, den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, und nur etwa zwei Jahre später den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und zwar für ihre Arbeiten zur Quantenoptik. Im vergangenen Jahr ist sie mit der Aufnahme in die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, geehrt worden. Frau Professorin Silberhorn, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und bitte Sie nun herauf.
Ja, erstmal vielen Dank für die sehr nette Einführung und vielen Dank auch für die Einladung, hier in Freiberg sprechen zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend auch von meiner Seite und es freut mich sehr, in so einen renommierten Kreis von Sprechern auch aufgenommen worden zu sein. Und ich werde jetzt in der nächsten Stunde versuchen, mein Bestes zu tun, mein Forschungsfeld so anschaulich, wie es mir nur gelingen mag, Ihnen darzustellen. Es wird nicht immer ganz einfach werden, aber ich hoffe, dass Sie dennoch wichtige Aussagen mitnehmen können und ich bin gerne bereit, anschließend eine Diskussionsrunde zu allen möglichen Fragen, die aufkommen möchten, für weitere Erklärungen Stellung zu nehmen. Mein Titel des Vortrags heißt Quantenlicht als Informationsträger, eine neue Technologie zur Kommunikation und Informationsverarbeitung. Und den Vortrag, den ich halten möchte, gliedert sich in drei Teilen. Zunächst mal eine Einführung. Und diese Einführung wird einen starken historischen Anklang haben, damit Sie sehen, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass sich neue Konzepte ausbilden. Anschließend möchte ich die Frage beantworten, was ist Quanteninformation? Und da muss ich gestehen, das fällt mir oft nicht leicht, das tatsächlich anschaulich zu präsentieren. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige in dem Feld, der das so geht. Und das ist tatsächlich eines der Schwierigkeiten, wenn man gefragt wird, was macht ihr eigentlich? Dann ist es nicht schwer, das einem Physiker, einem Fachkollegen zu erklären und da kommt dann auch die Faszination auf. Bei jemandem, der nicht so weit im Themengebiet drinnen ist, ist das verpufft es oft vollständig und man denkt sich, ja, die machen irgendein wirres Zeug. Dabei ist es sehr wichtig, glaube ich, dass wir in dem Bereich aufklären, gerade weil wir auch erleben, dass mit dem Begriff Quantenphysik auch viel Scharlatanerie getrieben wird. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Aufgabe als Wissenschaftler aufzuklären, zu sagen, was machen wir und was machen wir auch nicht, nachkommen. Und deswegen freue ich mich auch über solche Einladungen, die mir die Gelegenheit geben, einem breiteren Publikum zu erklären, was wir tun. Zum Schluss komme ich auf die Anwendungen der Quanteninformationsverarbeitung. Da geht es auch ein bisschen konkreter, was wir machen, wobei Anwendung vielleicht schon fast ein bisschen zu weit gegriffen ist. Es ist Grundlagenforschung und wir sind gerade an der Schwelle, wo wir probieren, das in die Anwendung zu bekommen. Vieles geht technisch, gesellschaftspolitisch ist es eine ganz andere Fragestellung. Dazu werde ich in meinem Vortrag selbst nichts sagen, aber gerne nehme ich dazu Stellung in der anschließenden Diskussion. Lassen Sie uns also beginnen mit einer Einführung. Der Begriff Quantenkommunikation. Was bedeutet das eigentlich? Ich beginne ganz gerne mit einer Begriffserklärung. Quantenkommunikation setzt sich im Prinzip aus zwei verschiedenen Begrifflichkeiten zusammen. Zum einen geht es um Kommunikation. Und Kommunikation ist etwas, was wir gut kennen, aber was ich hier meine, ist Kommunikation auch im technischen Begriff. Und ich werde das genau erläutern, was ich meine, auch wenn das wohl bekannt ist. Allgemein könnte man das definieren als Übertragung von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger. Das zweite Begriff ist eben die Quanteninformation. Und eine Definition kann ich Ihnen einfach geben, auch wenn das wahrscheinlich nicht viel weiterhilft. Quanteninformation ist der Informationsgehalt eines Quantensystems. Ich hoffe, dass Sie am Ende des Vortrags damit etwas mehr anfangen können. Ich kann weitergehen und kann Begrifflichkeiten Ihnen in Formeln zeigen. Lassen Sie mich wieder beginnen mit etwas, was eigentlich bekannt ist, mit dem Begriff der Information. Informatik ist weit fortgeschritten und Bits und Bytes kann eigentlich jeder was anfangen, denken wir zumindest. Wenn wir einen Computer kaufen, reden wir von Gigabits, Terabytes. Das ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die wir kennen. Im Prinzip ist es ein Bit, die kleinste Informationseinheit, die wir haben. Das heißt, es ist Kodieren von Informationen auf Nullen und Einsen. Und hier ist es schon klar, es ist völlig egal, wie die Kodierung ist. Sie können als 0 und 1 alles Mögliche definieren. Wir werden sehen, ähnlich passiert das dann später auch mit der Quanteninformation. Ein Quantenqubit oder Qubit, ja, ist das Kodieren in einen Superpositionszustand aus Alpha 0 plus Beta 1. Jetzt sehen Sie schon so Zeichen wie Vektoren. Was das bedeutet, hoffe ich Ihnen da genauer erklären zu können. Aber Sie sehen hoffentlich schon jetzt die Analogie. Wir haben wieder zwei Zustände, hier Quantenzustände, deswegen stehen die in diesen eckigen Klammern. Und jetzt haben wir eben so einen Superpositionsbegriff. Was ist unsere Zielsetzung in der Quanteninformationsverarbeitung? Warum ist das interessant? Warum schauen wir uns das an? Was ist das Neue?
Und ich denke, das Faszinierende für die Wissenschaftler ist, dass es jetzt darum geht, die Nutzbarmachung von Quanteneigenschaften für neue Technologien. Quanteneigenschaften und dass es die gibt, ist eine Geschichte, die ich Ihnen gleich erzählen werde, die Ende des 20. Jahrhunderts tatsächlich vonstatten findet. Es ist eine der erfolgreichsten physikalischen Theorien. Wenn Sie heute ein physikalisches System beschreiben, die Quantenmechanik gibt sehr präzise Beschreibungen. Aber wir verwenden das normalerweise nicht, um eine neue Technologie aufzubauen. Wir sehen Phänomene, beschreiben die Phänomene, aber wir gehen niemals direkt, oder bislang ist der Ansatz, diese Phänomene nicht nur als Phänomene zu betrachten, sondern zu sagen, wir wollen die tatsächlich gewinnbringend einsetzen. Das ist der Ansatz der Quanteninformationsverarbeitung oder vielleicht etwas allgemeiner, es gibt nicht nur Informationsverarbeitung, das ist nur das Thema, über das ich heute referiere, über Quantentechnologien im Allgemeinen. Gut, ich beginne weiter, die klassische Kommunikation noch mal etwas genauer auszuführen. Und hier sehen Sie eine typische Folie, die ich auch gern auf Konferenzen verwende. Ich weiß nicht, ob Informatiker bei Ihnen sind. Die Sprache ist tatsächlich der Informatikern entlehnt. Wir haben die Übertragung von Sender-Empfänger. Es lässt sich einfacher reden von Personen. Deswegen wird der Sender normalerweise als Alice betrachtet, der Empfänger Bob. Und Alice möchte an Bob eine Nachricht übermitteln. Das kann ein gesprochenes Wort sein, das kann was ganz Besonderes sein, geheime Informationen, deswegen sehen Sie hier auch eine doch etwas spezielle Information. Und unten sehen Sie die Darstellung, also das hier wäre eine Darstellung, die noch sehr, sehr viel mehr aus dem Leben gegriffen ist. Alice wird über einen Kanal an Bob die Informationen übermitteln. Um das zu können, im technischen Alltag, egal ob Sie das Internet verwenden, das Telefon, was immer, brauchen Sie immer eine Codierung. Das heißt, das Erste, was man macht, man übersetzt die Nachricht in eine technische Nachricht, also in eine Abfolge, eine Bitfolge von 0 und 1. Die kann als technisches Signal übermittelt werden und anschließend kennen Sie die Dekodierung aus 0 und 1 und Bob kann das dekodieren. Und wenn wir über Informationen sprechen, dann will ich hier schon von diesem Level mit diesen Bitstrings arbeiten. Also eine Nachricht ist für uns immer ein Bitstring. Wie funktioniert das heutzutage? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was ist so ein Kommunikationssignal? Eine sehr erfolgreiche Technologie ist die optische Nachrichtentechnik. Und exemplarisch habe ich hier mal eine Schemazeichnung Ihnen gezeigt, wie sowas funktioniert. Sie haben Multiplexer, wo Information auf das Signal in verschiedensten Varianten aufgeprägt wird. Sie haben, das Ganze wird sehr oft über Licht, auf Licht kodiert, und zwar genau auf Licht ist da, ein Lichtpuls ist da, ein Lichtpuls ist nicht da. Also 0 ist nicht da, 1 ist da. Dann haben Sie Glasfaserkabel, das sind wirklich Kabel, durch die Sie Licht schicken können, wie normal. Sie brauchen normalerweise Verstärkerisolationen, da gehe ich nicht weiter darauf ein, aber das ist in der Quantenkommunikation tatsächlich das, wo wir heutzutage in der Forschung stehen. Und anschließend dekodieren Sie das wieder. Was ist der Vorteil von optischer Quantenkommunikation oder wo finden Sie das? Heutzutage fast überall. Das Internet würde ohne optische Kommunikation überhaupt nicht funktionieren. Wir haben extrem hohe Datenraten. Zeitweise war die Technik hier so weit, dass die Datenraten so hoch waren, dass man gesagt hat, wir brauchen nicht mehr. Also die Entwicklung war da stillgestanden. Inzwischen schaut es wieder anders aus. Wir kommen jetzt wieder an die Grenzen dessen, was möglich ist. Die Grenzen dessen, was möglich ist, auch da gehe ich nicht weiter drauf. Das bedeutet, Sie kommen automatisch auch an Quantengrenzen. Und Sie haben extrem geringe Dämpfungen, große Reichweiten. Also sprich, optische Nachrichtentechnik ist sehr etabliert und sehr wichtig. Was wichtig für mich in dem Bereich, also in meiner Forschung, ist, dass eben die Glasfaserkabel existieren und das ist eine Infrastruktur, die wir eigentlich ganz gern nutzen wollten. Wenn ich jetzt sage, es wird Licht übertragen, so kann ich nicht beliebiges Licht nehmen. Sonnenlicht würden Sie niemals durch eine Glasfaserkabel durchbekommen, sondern Sie müssen Laserlicht nehmen. Und normalerweise verwende ich immer einen Laserpointer, habe ich jetzt gerade nicht, aber ich denke, Sie kennen sie alle. Laserlicht ist heutzutage auch etwas, was wir kennen. Und Laserlicht ist ein ganz spezielles Licht. Und da kann ich schon anfangen, einen Begriff einzuführen, den wir auch später brauchen. Laserlicht ist nämlich kohärentes Licht. So, jetzt wird einigen von Ihnen sagen, na super, Laserlicht habe ich jetzt ersetzt mit kohärentem Licht. Ich denke, der Begriff der Kohärenz ist nicht jedem sofort eingängig, was das ist. Aber
man kann das ganz gut so heuristisch beschreiben, indem man sagt, Laserlicht hat Welleneigenschaften. Und da kommen wir jetzt schon langsam in eine Diskussion, die ja eine lange wissenschaftliche Bedeutung hat. Ist Licht Welle oder Teilchen? Welle-Teilchen-Dualismus kennt man vielleicht auch. Und Laserlicht ist eben ein ideales Licht mit Welleneigenschaften. Das dachte man auch wirklich geklärt zu haben. Die Experimente sind sehr alt. Vor dem Laser können sie auch so Kohärenzeigenschaften schon zeigen. Young hat 1803 da Experimente gemacht. Und hier, das sieht man leider ein bisschen schlecht, sie können, wenn sie mit einem Laser auf einen Doppelspalt gehen, der sehr eng ist, können sie diese Welleneigenschaften sehr schön sehen und sehr schöne Interferenzmuster. Ich denke, heutzutage sind die Experimente extrem, oder ich denke nicht, die Experimente sind heutzutage extrem einfach. Man kennt die aus der Schule. Teilweise kann ich die sogar vorführen im Auditorium. Das ist bloß hier ein bisschen schlecht. Ich hatte es mir überlegt. Also das ist was, was man gut kennt. Das war auch der Stand der Forschung Beginn des letzten Jahrhunderts. Man dachte eigentlich, was Licht ist, hat man verstanden. Das sind Wellen. Das ist völlig klar. Das Forschungsgebiet ist vollkommen ausgeforscht. Und da sieht man von Wissenschaft oder von der Historie der Wissenschaft, dass man sich sehr stark täuschen kann. Genau aus dieser Frage, was ist Licht, hat sich eine extrem spannende Fragestellung gegeben und auch das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich bekannt ist. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Laserlicht nicht nur Welleneigenschaften hat, sondern auch Teilcheneigenschaften. Und wie diese Teilcheneigenschaften ausschauen, erkläre ich gleich. Angefangen hat es mit Experimenten, die Lenard gemacht hat, er hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Der hat sich angeschaut, wie denn Licht mit Materie wechselwirkt, hier wie Licht zu elektrischem Stromfluss führt, aus, wenn man eine Kathode mit Licht bestrahlt, mit bestimmten Wellenlängen, und hat da eine quantitative Analyse von Umwandlung von Licht in Strom durchgeführt und hat einfach festgestellt, er kommt mit keiner Theorie hin. Licht ist eben nicht nur eine einzelne Welle. Zudem, sollte ich auch sagen, hat auch Planck eine wesentliche Rolle gespielt. Auch die Schwarzkörperstrahlung für die Physiker konnte auch nicht erklärt werden. Es war dann kein geringer wie Einstein, der die Licht-Quantenhypothese aufgebracht hat und hat gesagt, dass die Energie des Lichtes ist gequantelt. Und das ist genau diese Eigenschaft. Das heißt, normalerweise sind wir gewohnt, Energie ist ein Kontinuum. Tatsächlich ist es nicht so, sondern es gibt eine kleinste Einheit der Energie, und diese kleinste Einheit bezeichnen wir Photon. Gut, ich erzähle diese Geschichte ganz gern, weil Einstein ist natürlich bekannt. Jeder weiß, dass er einen Nobelpreis gewonnen hat. Keiner weiß, dass es nicht für die allgemeine Relativitätstheorie ist, aber keines übertrieben. Interessanterweise hat er genau für diese Erkenntnis den Nobelpreis bekommen. Das ist natürlich, wenn man auf dem Forschungsgebiet arbeitet, findet man das immer ein ganz schönes Schmankerl. Und ja, die Untersuchung dessen, dass Licht auch Teilcheneigenschaft haben kann, hat letztendlich zur Entwicklung der Quantenmechanik geführt und hat eigentlich eine Revolution ausgelöst. Und hier sieht man schon, dass die Quantenoptik, was eigentlich auch die Grundlage für die Quanteninformationsverarbeitung ist, hier wirklich führend war. Jetzt werden sich einige fragen, wenn ich so weitermache in dem Tempo, sind wir vielleicht morgen früh noch da? Ich wollte Ihnen hier eigentlich was über Quanteninformationsverarbeitung erzählen. Diesen Welle-Teilchen-Dualismus genau zu verstehen und zu erforschen und in mathematisches Gerüst zu führen und alle Konsequenzen daraus zu erlernen, hat zum einen zur Entwicklung des Lasers geführt, zum anderen aber zu wirklich sehr vielen theoretischen Arbeiten. Und wie relevant das auch heutzutage noch ist, sieht man vielleicht daran, dass sogar im Jahr 2005 an Roy Glauber der Nobelpreis vergeben wurde, und zwar genau eigentlich zur formal korrekten Beschreibung des Welle-Teilchen-Dualismus. Die Laudatio heißt For his contribution of quantum theory of optical coherence, also optische Kohärenz, das ist genau dieses Phänomen der Welleneigenschaften, die da drin steht. Und quantum theory heißt nichts anderes wie Teilcheneigenschaften spielen tatsächlich eine Rolle. Das heißt, Sie sehen, auch da ist das Thema hochaktuell. Warum? Weil die Gründungsväter der Quantenmechanik zwar sehr viele Vorhersagen machen konnten, aber die konnten nichts umsetzen. Und die haben sehr viele Gedankenexperimente gemacht. Faszinierenderweise sind wir heutzutage in der Lage, viele dieser Gedankenexperimente, die gesagt haben, das wird nie jemand schaffen, einzelne Teilchen manipulieren, einzelne Photonen, das können wir heutzutage mit der neuen Technologie. Und das führt mich dazu, oder dann macht es Sinn, über Quanteninformationen zu sprechen, wenn wir es beherrschen, Licht mit einzelnen Photonen, also den kleinstmöglichen Energielevel zu erzeugen, zu generieren, und zwar zuverlässig, in einer sehr reproduzierbaren Art und Weise,
Erst dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob man eine neue Technologie aufbauen kann. Was ist Quanteninformation? Eigentlich würde ich es mir ganz, ganz einfach machen, deswegen habe ich auch über die Kohärenz so lange gesprochen. Was unterscheidet Quanteninformation von klassischer Information? Ja, das Gleiche eigentlich, was ein Teilchen oder warum Licht als Welle auch beschrieben kann. Einfach kann ich jetzt definieren, Quanteninformation ist kohärente Information. Das ist zumindest schon mal eine Begriffsdefinition. Man kann sich das aber nicht so ganz eigen vorstellen, aber es geht darum, dass man Information jetzt nicht nur so etwas Diskretes wie Nullen und Einsen zuordnet, sondern tatsächlich auch so etwas wie Überlagerungen, was eigentlich eine Welleneigenschaft ist, dem Ganzen zuschreibt. Und wie man das macht, ist, dass man jetzt beispielsweise mit Licht, und da lässt sich es besonders schön erklären, den Signalträger, den wir normalerweise als einen optischen Puls haben, der eigentlich eine kontinuierliche Energie hat im klassischen Limit, jetzt dermaßen stark verkleinert, dass wir wirklich auf einzelnen Photonen kodieren und dann uns auf diesen Photonen Zustände anschauen, wo der Zustand gleichzeitig 0 und 1 ist. Das versuche ich jetzt noch genauer zu erläutern, um Ihnen zumindest ein Gefühl dafür zu geben, was das bedeutet. Zunächst mal, wie schaut so eine Informationskodierung aus? Im Prinzip kann die sehr beliebig ausschauen, denn Kodierung, das sind wir von normalen Informationen gewohnt. Sie sagen nicht, Information ist jetzt ein Lichtpuls, der an oder aus ist, sondern das ist eine Möglichkeit, das darzustellen. Genauso machen wir es auch bei der Quanteninformation. Wir haben ein einzelnes Teilchen und ich kann beispielsweise die Ausbreitungsrichtung, könnte ich hernehmen, also das Photon, was Sie hier dargestellt sehen, trifft auf dieses Plättchen, wir nennen das Strahlteiler, der das Photon irgendwann nach hinten oder nach rechts ablenken kann. Das könnte eine Kodierung sein des Qubits. Oder sehr viel üblicher, weil praktischer, Polarisationszustände. So ein Licht ist eine Welle und hat damit auch eine Schwingungsebene, also wo die Minima und Maxima liegen. Und Sie können zum Beispiel eine Schwingung haben, die horizontal ist oder vertikal. Und das wäre eine Kodierung, wenn ich sage, horizontal ist 0, vertikal ist 1. Jetzt kann ich mir aber eben auch für so Schwingungen, und ich bleibe jetzt bei den Polarisationsqubits, verschiedene Richtungen anschauen. Also kann ich mir auch verschiedene Kodierungen anschauen. Und das ist das, was ich versuche hier zu zeigen. Links, ich hoffe, dass die Maus, sehen Sie das? Ja. Hier habe ich eine 0 und ich könnte beispielsweise eine Kodierung sagen, wo vertikal eine 0 ist, oder ich nehme eine zweite Kodierung, wo minus 45 Grad, also eine andere Richtung, eine 0 ist. Oder ich habe eine 1 und da nehme ich genau die orthogonale, also die senkrecht drauf stehende Richtung, das wäre eine Kodierung, wo ich horizontal nehme, oder minus 45 Grad. Mit Mathematik ist es einfach eine Vektor, also ich addiere die verschiedenen Komponenten und von der einen Basis, von der einen Kodierung auf die anderen kommen, in der Form, wie Sie es hier im Zustand sehen. Was bedeutet das jetzt? Was es bedeutet, ist, dass Information falsch ausgelesen werden kann, auch das werde ich gleich noch genauer erläutern. Und wenn Sie das tun, bekommen Sie vollständig zufällige Ergebnisse. Und was zusätzlich passiert, und das ist ein Grundprinzip der Quantenphysik, ist, dass mit jeder Messung, mit jedem Ausmessen, egal wie Sie das auch bewerkstelligen, immer der Zustand zwangsläufig verändert wird. Das ist so ein Grundprinzip aus der Quantenphysik, das lernt man sehr früh, dass im Gegensatz zu jeglicher klassischen Theorie, Sie können normalerweise immer Dinge vermessen und verändern das nicht. Der Quantenphysik ist das eben nicht so. Sobald Sie irgendwas vermessen, verändern Sie im Allgemeinen den Zustand. Und das ist eine Eigenschaft, die wir hier jetzt auch für so Technologien später ausnutzen wollen. Und ich zeige Ihnen auch anschließend, wie man sowas, oder versuche Ihnen zu illustrieren, wie das funktioniert. Zunächst mal nochmal etwas genauer, was bedeutet das Auslesen von Informationen? Ich habe die Kodierung, wie ich schon gesagt habe, hier nochmal illustriert in verschiedenen Ausrichtungen, beispielsweise in den Ausrichtungen, ich habe eine Farbkodierung hier verwendet, orange-grün, wobei orange für vertikal und grün für horizontal spricht. Und ich habe Gerätschaften, im Prinzip ist das ein Polarisationsstrahlteiler, so nennt sich das, die mir sicherstellen, wenn ich hier einen Strom von verschiedenen Photonen habe, die hier so als Teilchen dargestellt sind, dass immer, wenn ich ein grünes Photon habe, ich nenne es jetzt einfach mal den Farben, landet es auch im grünen Detektor. Immer wenn ich ein orangenes Photon habe, landet es auch im orangen Detektor.
Und das ist jetzt hier ein deterministisches Auslesen. Das heißt, wenn ich das eine habe, hier kann ich genauso wie bei klassischer Informationskodierung betreiben. Ich kann einen anderen Apparat bauen, der macht genau das Gleiche für diese anderen Ausrichtungen. Immer wenn ich ein gelbes Photon habe, das entspricht hier einer Kodierung mit plus 45 Grad, landet es im gelben Detektor, bei minus 45 Grad landet es im lila Detektor. Und wenn ich alles so kodiere, mit den richtigen Ausrichtungen und den richtigen Analysator verwende, dann funktioniert alles. Das heißt, bei Messungen mit passender Ausrichtung sind deterministisch, das ist das, was Sie klassisch auch erwarten würden. Was passiert, wenn Sie aber nicht wissen, wie Sie es auslesen sollen? Das heißt, Sie haben beispielsweise alle vier Möglichkeiten und Sie nehmen jetzt einfach mal den falschen Analysator. Verbietet Ihnen ja keiner. Warum sollten Sie das nicht machen? Was passiert ist Folgendes. Zum einen wird, sobald Sie das im Prinzip hier in den falschen Analysator machen, werden diese Photonen, die hier so schön gelb und lila waren, einfach umgewandelt in grüne und in orange und grüne. Und wie diese Umwandlung stattfindet, also wo diese Photonen sind, ist vollständig zufällig. Das heißt, hier sehen Sie, wenn Sie nicht wissen, was diese Ausrichtung, welchen Analysator Sie verwenden wollen, ist es völlig nutzlos. Also sprich, das sind wirklich, ich versuche Ihnen hier darzustellen, was diese verschiedenen Ausrichtungen für eine Bedeutung haben. Denn genau das brauchen wir immer bei der Quanteninformation. Und diese Eigenschaft bedeutet, bei unbekannter Kodierung kann die Information nicht ausgelesen werden. Das heißt, der Unterschied zwischen einer klassischen Information, wo Sie eben 0 und 1 haben und das lesen Sie aus, und der Quanteninformation ist hier schon mal, dass die Quanteninformation zum einen eine Kodierung ist, das ist das, was Sie klassisch auch haben, 0 und 1, das brauchen Sie ja. Aber jetzt haben Sie noch so eine Zusatzinformation, die Sie auch brauchen, wenn Sie es wirklich zuverlässig auslesen wollen, Sie brauchen die Messbasis. Und das ist eine Eigenschaft, die man für neue Anwendungen tatsächlich ausnutzen kann. Daraus, aus diesen Eigenschaften folgen dann auch neue Eigenschaften, und zwar ist das das Kopieren von Quanteninformationen. Sie könnten ja auf die Idee kommen, naja, wenn das nicht funktioniert, dann kopiere ich mir doch einfach die Information. Also ich habe hier irgendwie eine dieser vier Zustände und ich würde ganz gern genau wissen, was es ist. Warum nehme ich nicht eine Maschine her, wie auch immer die ausschauen mag, und das haben auch tatsächlich Leute versucht, die mir eine Kopie herstellt. Und das bedeutet, aus einem Teilchen, der eine bestimmte Ausrichtung hat, sollen bitte schön genau zwei werden, die genau die gleiche Polarisation, genau die gleiche Ausrichtung haben. Dann könntest du die eine in die eine Richtung schicken, die andere in die andere Richtung und sie hätten wieder die vollständige Information. Interessanterweise kann man zeigen, das funktioniert nicht. Das ist ein mathematischer Beweis, der ist sogar sehr einfach für einen Physiker. Also ich glaube, jeder, ein Physiker, der das mal angeschaut, lässt sich ziemlich einfach beweisen, das funktioniert nicht. Ganz prinzipiell nicht. Und da können Sie sich physikalische Systeme ausdenken, wie Sie wollen. Es kann nicht funktionieren, weil nämlich die zugrunde liegende Theorie, die zugrunde liegende Mathematik, die da für die Quantenphysik ist, verbietet das. Das ist sehr spannend, denn das werden wir gleich noch brauchen für Anwendungen. Aber es funktioniert was anders. Und jetzt fängt es an, wirklich ja, etwas seltsam zu werden. Was es nämlich sehr wohl gibt, ist Plankow-Kopien. Ich habe die jetzt einfach mal so genannt. Es gibt sogenannte verschränkte Zustände und die spielen tatsächlich auch eine sehr wesentliche Rolle, wenn man fragt, wie denn die grundsätzliche oder was Quantenphysik tut und was es nicht tut. Für diejenigen im Publikum, die vielleicht etwas vertrauter sind, verschränkte Zustände sind die Zustände, die entwickelt wurden von Einstein, Podolsky und Rosen und ein sehr bekanntes EPR nach dem Autoren Paradoxon ist danach benannt. Da geht es darum, zu sehen, ob die Quantenphysik vollständig ist oder nicht. Und Einstein hat behauptet in der Diskussion, die Quantenphysik kann gar nicht vollständig sein, weil sie nämlich mit diesen verschränkten Zuständen, wo ich Ihnen jetzt nur die Korrelationen versuche klarzumachen, weil ich mir hauptsächlich mit technischen Anwendungen geht, es möglich ist, plötzlich Situationen zu konstruieren, die paradoxe Situationen erschaffen, sodass sie reine Logik testen können versus Quantenmechanik. Spooky Action at a Distance, ich weiß nicht, ob das jemand ein Begriff ist, aber das sind so die Dinge, wo Einstein dann wirklich angefangen hat, an seiner eigenen Theorie zu zweifeln und auch das berühmte Zitat, Gott würfelt nicht, da hat er versucht, Widersprüche zu konstruieren. Für uns sind die heutzutage ganz wertvolle Zustände. Diese Plankow-Kopien haben nicht folgende Eigenschaften. Wir haben Alice und Bob und wir nehmen jetzt Zustände an, wo es nicht mehr um ein einzelnes Photon geht, sondern um zwei Photonen.
Und wir können, wir erlauben, an beiden Photonen auch über eine weite Distanz Messungen zu machen. Und was man feststellt, ist, Sie können Ihren grünen Analysator nehmen und an der einen Seite eine Messung machen. Und Sie stellen fest, wenn Sie hier ein horizontal ein vertikal polarisiertes Photon haben, also Alice, hat Bob auch eines. Und wenn Sie die gleiche Messung, wenn Sie stattdessen das Ergebnis bekommen, dass Alice ein Photon erhält, was horizontal polarisiert ist, dann findet Bob genau das Gleiche. Diese Korrelation an und für sich ist nicht unbedingt was Erstaunliches, das können Sie auch klassisch erzeugen. Sie können zum Beispiel einfach eine Münze nehmen und können sagen, Alice kann immer von oben drauf schauen und Bob immer von unten. Das ist genau eine Korrelation. Und Korrelationen klassisch, das funktioniert. Also das, oder Sie können einfach verteilen, wenn Sie in der Mitte jemand sind, können Sie einfach immer das Gleiche geben. Was das Spannende an der Geschichte ist, das funktioniert auch, wenn Sie jetzt diese neue andere Richtung, die andere Ausbreitungsrichtung, die anderen Analysator funktionieren. Und das ist erstaunlich. Denn ich hatte vorher gesagt, Sie können es nicht kopieren, Sie können irgendwie nicht erreichen, dass Sie gleichzeitig in verschiedenen Basen, in verschiedenen Ausrichtungen die Information auslesen. Sie können aber einen Zustand haben, dass, wenn Sie den messen, immer genau das Gleiche an beiden Seiten passiert. Und die sind auch ganz wichtig, wenn man über Quanteninformationen spricht, über Quanteninformationskommunikationsprotokolle, über Quantencomputing, was ich auch später sagen will. Das ist eines der Dinge, die wirklich sehr stark in der Quantenphysik verwurzelt sind. Das kann man experimentell testen und heutzutage können wir die auch relativ einfach herstellen. Und damit komme ich dazu, wozu soll das Ganze gut sein? Also bislang habe ich Ihnen erklärt, was ist eigentlich diese besondere Eigenschaft der Quanteninformation, wozu kann man das nutzen? Die Anwendung, die heutzutage am weitesten fortgeschritten ist und bei der man auch sagen kann, die könnte man schon heutzutage nutzen und es gibt sogar auch kommerzielle Systeme, die sie nutzen, ist für kryptografische Anwendungen. Ganz kurz eine Einführung in die Kryptografie, und worum geht es? Und da kommt auch das erste Bild her, was ich Ihnen gezeigt habe. Es geht um die Übertragung geheimer Nachrichten in Anwesenheit eines Lauschers. Das natürlich, das wissen Sie wahrscheinlich auch selbst, geheime Nachrichtenübertragung ist ein extrem wichtiges Thema, auch ein militärisches Thema. Das ist schon immer ein Thema, was die Leute sehr stark beschäftigt hat. Verschlüsselung von Nachrichten, Übertragung von Nachrichten hat in den verschiedensten Bereichen eine Bedeutung. Schematisch dargestellt, Alice hat ein Geheimnis, was sie nicht möchte, dass irgendjemand anders sehen will. Sie möchte es an Bob übertragen und möchte mit Sicherheit, dass nur Bob die Nachricht erhält. Natürlich gibt es auch heutzutage Verschlüsselungsverfahren, ganz klar. Das muss es geben. Und die Verschlüsselungsverfahren, die es heutzutage gibt, teilen sich grob in zwei Klassen ein. Es gibt zum einen asymmetrische Verschlüsselung und das ist die gebräuchlichste. Und wenn man eigentlich einen guten Umgang hat am Rechner, sollte man die immer verwenden, verschlüsselte E-Mails und alles, macht man nämlich immer, was ein bisschen unpraktisch ist. Aber Sie wissen vielleicht, dass es dann einen öffentlichen Schlüssel gibt und einen privaten Schlüssel und in dem Zusammenspiel zwischen diesen beiden Schlüsseln können Sie Sicherheit gewähren. Worauf Sie jetzt mir ankommt, ist letztendlich, wenn Sie fragen, was steckt hinter der Verschlüsselung, ist das die mathematische Komplexität, die einen unautorisierten Lauscher davon abhält, tatsächlich die Nachricht lesen zu können. Was heißt das? Ich kann das relativ anschaulich darstellen. Wenn ich Ihnen zwei Zahlen gebe, die ziemlich groß sind, oder sagen wir mal erstmal zwei Faktoren, Sie multiplizieren die zusammen, ist es für Sie ziemlich einfach, das Produkt auszurechnen. Wenn ich umgekehrt Sie frage und ich gebe Ihnen eine große Zahl, aus welchen Faktoren könnte diese Zahl bestehen, ist das eine sehr schwere Aufgabe. Also das ist im Prinzip läuft es direkt auf die Primfaktorzerlegung. Und es ist tatsächlich so, dass diese Faktorisierung von großen Zahlen so schwierig ist, dass man auch in der Informatik sagt, das ist ein sehr komplexes Problem und die Aufgabe lässt sich auch an einem Rechner nur mit unendlich viel Zeitaufwand erledigen. Und das ist genau das, was man in der Verschlüsselung macht. Man verschickt im Prinzip
diese multiplizierten Zahlen, die sie nicht mehr austeilen können in ihre einzelnen Bestandteile. Sie vertrauen darauf, dass es niemanden gibt, der die möglichst schnell wieder entschlüsseln kann und dass das Problem mathematisch so komplex ist, dass ihre Computer die auch nicht lösen können. Dass die Schwierigkeit daran ist, man kann nicht beweisen, dass das wirklich sehr schwierig ist. Und ich habe mit Informatikern gesprochen, es gibt tatsächlich auch da in der Wissenschaftsgemeinschaft die Ansicht, dass es irgendwann jemandem gelingen könnte, einen Algorithmus zu finden als eine Methode, der das sehr viel effizienter macht. Sie können sich vorstellen, was dann los wäre. Man würde nämlich mit einmal sämtliche Verschlüsselung, sämtliche Verschlüsselungsmethoden, die es bisher gibt, nicht mehr existent sein. Sie könnten alles entschlüsseln. Sie könnten nicht nur alles entschlüsseln, was derzeit geschickt ist, sondern auch alle Nachrichten, die mal verschickt wurden. Jetzt fängt es an, schon viel spannender zu werden. Wenn Sie darauf vertrauen, dass Sie denken, in 20 Jahren wird jemand so einen Algorithmus bauen, dann tendiert sich diese Nachrichten jetzt schon zu speichern, wenn das Informationen sind, die interessant genug sind. Um das Problem noch ein bisschen prekärer zu machen, und das ist das, warum dieses Forschungsgebiet vielleicht auch eine hohe Aufmerksamkeit gewonnen hat, wir kennen sogar ein Verfahren, einen mathematischen Formalismus, der sowas heutzutage tut. Allerdings beruht der auf Quantenphysik. Wir wissen, dass wenn wir einen Quantencomputer bauen könnten und was ein Quantencomputer sein könnte, werde ich andeuten, dann wären wir heutzutage schon in der Lage, sehr effizient alle Verschlüsselungen zu brechen. Und derzeit gibt es viele Anstrengungen, so einen Quantencomputer zu bauen. Sollen Sie aber nicht heimgehen und Panik haben. Ich sollte ehrlicherweise sagen, ein Quantencomputer wäre für uns die Leute, die in der Quanteninformationsverarbeitung, ein Traum. Bislang ist es ganz schwierig und wenn man ehrlich ist, glauben die meisten nicht daran, dass in den nächsten 20, 30 Jahren er tatsächlich existieren wird. Das Problem ist, dass auch hier wieder ein Grundgesetz dagegen spricht, und zwar das Grundgesetz der Dekohärenz. Das klingt wieder kompliziert. Kohärenz hat man auch schon gesehen, da geht es auch wieder um diese Phasenbeziehungen. Viel einfacher gesprochen, Sie sehen nicht viel Superpositionszustände und Quanteneigenschaften in Ihrer alltäglichen Welt. Das muss einen Grund haben. Also sprich, irgendwas steht da im Weg, dass unsere Welt klassisch ist und nicht quantenphysikalisch. Was dieses Irgendwas ist, wissen wir nicht, aber das genau hält uns ab, sehr effizient Quantencomputer zu bauen. Nichtsdestotrotz, die Fortschritte sind enorm und man hat oft das Gebiet schon gesagt, ja, das wird nie gehen. Es geht heutzutage schon erstaunlich viel. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Es gibt auch ein anderes Verschlüsselungsverfahren. Und das ist das symmetrische Verschlüsselungsverfahren oder auch Vernon-Chiffre oder One-Time-Pad genannt. Das ist auch ein altes Verfahren und es ist sehr, sehr einfach. Und es ist absolut sicher. Das ist ein Verfahren, was beweisbar sicher ist. Und es ist so einfach, dass ich Ihnen sogar zeigen kann, wie das funktioniert. Alice und Bob, davon gehe ich aus, haben schon mal einen gemeinsamen Schlüssel. Schlüssel heißt Nachricht, heißt, sie haben einen gemeinsamen Bitstring, so wie es hier dargestellt ist. Alice hat eine Nachricht, hier dargestellt als 111011, und sie hat diesen Schlüssel. Sie macht eine sogenannte Addition modulo 2. Soll nichts anderes heißen, 1 und 0 ist 1, 1 und 1 wird 2, dieses modulo 2 heißt, wir setzen es wieder auf 0 zurück, 0 und 0 ist 0, 1 und 0 ist 1, 1 und 1 ist 0, 1 und 1 ist 0. Was Sie hier sehen, ist, dass das, was hier rauskommt bei dieser Operation, nichts mit der ursprünglichen Nachricht zu tun hat. Diese Nachricht übermitteln Sie jetzt über den Kanal. Aber Sie enthalten eigentlich keinerlei Informationen über die ursprüngliche Nachricht. Wenn ich den Schlüssel kenne, addiere ich das Gleiche nochmal drauf, und das können Sie selber ausprobieren, das ist nicht weiter schwer. Und Sie sehen, genau die Nachricht, die Alice kodiert hat, wird bei Bob wieder dekodiert. Das Verfahren ist absolut sicher, wird auch in manchen Situationen, wenn es wirklich sehr sicher sein soll, eingesetzt, hat aber einen großen Haken. Vielleicht sehen Sie ihn schon selbst. Sie brauchen einen Schlüssel, der genauso lang ist wie die Nachricht. Normalerweise, wenn zwei Parteien miteinander kommunizieren wollen, haben sie nicht lauter Schlüssel vorhanden. Das heißt, wie sowas verwendet werden kann, ist, dass sie Kuriere verschicken, die diese Schlüssel vergeben. Die Quantenkryptographie nutzt jetzt genau dieses Verfahren. Also wir verwenden ein klassisches Verschlüsselungsverfahren, aber wir generieren diese Schlüssel und zwar ohne, dass sie sich vorher treffen müssen. Was gemacht wird, ist,
Wir bauen Systeme auf mit Alice und Bob, wo Alice zum einen einen Quantenkanal hat. Das bedeutet, sie hat, besitzt einzelne Photonen, auf diese Information kodiert. Zum Beispiel diese Pulsationsqubits. Und sie macht das in zwei verschiedenen Basen. Ich gehe das Protokoll nicht vollständig durch, kann ich gern später machen. Meistens ist hinterher die Zuhörerschaft nur verwirrt. Aber wir nutzen genau diese Eigenschaft, wenn wir diese verschiedenen Basen haben und falsch auslesen, dann fügen wir Fehler ein und das können wir entdecken. Und zwar bedeutet das, und dass diese Fehler eingeführt werden, ist eine physikalische Eigenschaft. Das ist das, was ich versucht habe, Ihnen vorher zu sagen. Das ist im Prinzip der Quantenphysik. Jede Messung stört unser System. Also die Quantenphysik gewährleistet die sichere Schlüsselübertragung, gewährleistet also, dass wir so einen Bitstring uns erzeugen können. Wir wissen auch, Quanteninformation kann nicht kopiert werden und kann nur einmal ausgelesen werden. Das ist das, was ich sage. Das heißt, wenn hier ein Lauscher, den wir Eve nennen, dazwischen war und diesen Schlüssel hat, versucht hat auszulesen, dann merkt das Bob. Der hat nämlich den Schlüssel verändert und das kann man wieder feststellen. Und zwar aufgrund von physikalischen Eigenschaften, von physikalischen Grundgesetzen. Das heißt, solange wir glauben, dass Quantenphysik richtig ist und alles, was wir bisher sehen, alle Dinge, die wir beobachten haben, deuten nicht darauf hin, dass unsere Quantenphysik nicht stimmt, dann können wir sicher sein, dass, wenn das Protokoll erfolgreich abläuft, tatsächlich wir eine sichere Schlüsselübertragung haben. Wir verwenden diesen Schlüssel anschließend für eine One-Time-Pack, für eine Wernheim-Schiffe. Wir haben eine absolut sichere Übertragung. Und die Sicherheit ist jetzt gewährleistet nicht mehr durch mathematische Komplexität, sondern tatsächlich durch physikalische Grundgesetze. Und solche Systeme können heutzutage tatsächlich gebaut werden. Und das ist eine Anwendung, wo man schon heutzutage sagen könnte, die kann man verwenden. Es gibt noch Haken. Die Bitraten sind sehr, sehr schlecht, sollte ich sagen. Und der zweite Haken ist, Sie brauchen Ein-Photonen-Zustände. Und auch die sind schwer erzeugbar. Und da will ich einen ganz kleinen Einblick geben, was machen wir denn in Paderborn? Wo ist unser Forschungsschwerpunkt? Da geht es genau darum, wie kann ich denn so einzelne Photonen erzeugen? Es handelt sich hier wirklich um Licht der kleinsten Energieeinheit, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Und die sollen Sie kontrolliert und gut erzeugen können. Der Prozess, den wir verwenden, nennt sich parametrische Zwei-Photonen-Fluoreszenz. Ups. Er funktioniert so, dass wir einen sogenannten nichtlinearen Kristall, also ein Plättchen, mit starkem Laserlicht bestrahlen und es dann zu einem spontanen Zerfall kommt, wo ab und zu zwei Photonen, aber immer genau zwei Photonen erzeugt werden. Wir detektieren ein Photon und wissen dann, dass das zweite Partnerphoton immer da sein muss. Die Strukturen, die wir verwenden, sind sehr unten dargestellt, oben in wirklich einer Aufnahme, wo Sie die echten Dimensionen sehen, sind sogenannte Wellenleiterstrukturen, ähnlich wie die Glasfaserkabel, sprich das Licht wird geführt in diesen Strukturen. Die Bauteile sind sehr, sehr klein und dann können Sie tatsächlich in einem sehr kompakten Aufbau heutzutage in die Technologie entwickeln, um so einzelne Photonen zu erzeugen. Rechts sehen Sie einen Aufbau, wo mit Mikroskopobjektiven blaues Licht angekuppelt wird. Sie sehen diesen Punkt. Das heißt, wir untersuchen diese Strukturen derzeit. Man müsste die dann auch noch mehr kompaktifizieren, aber da sind wir gerade dabei, um richtig die Bauerlinie zu machen. Also die Erzeugung von einzelnen Photonen gelingt, die brauchen wir als Signalträger. Und das ist ein Beispiel, wo ich heutzutage sagen würde, hier liegt es eigentlich nicht mehr an den Physikern, ob das eingesetzt wird oder nicht, sondern letztendlich, ob man es will oder nicht. Ob man diese Sicherheit haben möchte oder auch nicht. Wie gesagt, kommerziell sind die Systeme inzwischen erhältlich. Interessanterweise, wenn man in die Firmen geht und fragt, wer sind denn eure Käufer, erzählen sie einem das nicht, angeblich aus Gründen der Geheimhaltung. Wir sind uns aber sicher, viele sind wieder Forschungsgruppen. Gut, was kann man sonst so noch machen? Ein wichtiger Begriff, der auch immer wieder man sieht, ist Information und Teleportation, Quantenteleportation. Teleportation hört sich fantastisch an. Hier möchte ich ein bisschen Aufklärung betreiben und Ihnen gleichzeitig sagen, naja, eine echte Teleportation ist es nicht, aber andererseits sind wir als Physiker doch sehr fasziniert. Was bezeichnet hier Teleportation? Oder was bezeichnet der Quantenphysiker als Teleportation? Ich bringe Ihnen erstmal das klassische Analogon dazu, was da Teleportation wäre. Stellen wir uns vor, wir wären auf der Erde und der Mars wäre besiedelt. Sie würden auf dem Mars eine Infrastruktur haben und wollen zum Beispiel eine Lokomotive haben. Wie können Sie tatsächlich eine Lokomotive auf den Mars bringen?
Naja, das Einfachste ist, sie laden die Lokomotive in einem Raumschiff, schicken es rüber zum Mars und dann haben sie das Gerät dort. Sie können sich ausrechnen, Lichtgeschwindigkeit ist die schnellste Geschwindigkeit, mit der sie vorankommen, es dauert mindestens 7 Monate oder länger. Aber das muss nicht sein. Das ist nicht Lichtgeschwindigkeit, das ist wie schnell eine Rakete fährt. Eine viel cleverere Möglichkeit ist, wenn Sie auf dem Mars genug Ressourcen zur Verfügung haben in Industrie, dann erstellen Sie Baupläne, sagen, wie so eine Lokomotive gebaut wird und Sie schicken lediglich die Informationen rüber. Dann können Sie hinterher wieder eine Lokomotive aufbauen und Sie können üben, eine Lokomotive ersetzen. Das würde der Quantenphysiker als Teleportation bezeichnen. Warum? Das Spannende ist, oben haben Sie tatsächlich das Objekt von A nach B geschafft. Unten haben Sie lediglich die Information über das Objekt von A nach B geschafft. Also Sie haben hier eine Entkoppelung von Information und Objektträger. Das ist für unsere klassische Physik kein großes Problem, allerdings für die Quantenphysik schon. Denn wir hatten ja gerade gesagt, wir können es nicht vollständig ausmessen. Also der Schritt Baupläne erstellen funktioniert nicht, Kopien erstellen funktioniert auch nicht. Also würde man erstmal annehmen, dass sowas in der Quantenphysik einfach nicht funktionieren kann. Interessanterweise funktioniert sowas doch. Sie können also Informationen, auch Quanteninformationen, übertragen, ohne dass Sie Photonen direkt übertragen müssen. Und das, obwohl Sie keine Baupläne erstellen können. Warum? Also die Aufgabe ist, Sie haben eine unbekannte Kodierung von dem einzelnen Photon. Sie haben Alice und Bob. Sie dürfen das Photon nicht von Alice zu Bob schicken, können Sie trotzdem die Quanteninformationen auf der anderen Seite rekonstruieren. Vermessen geht nicht. Interessanterweise geht dieser Prozess sehr wohl. Und der Hintergrund, warum das geht, sind diese Blankokopien, diese verschränkten Zustände, die ich Ihnen eingeführt habe. Alice verheiratet, erstmal haben Alice und Bob so eine Blankokopie, davon gehen wir aus, die kann man verteilen. Alice macht eine Messung an ihrem System, sogenannte Bell-Messung, das ist irgendwie eine Messung, die gleichzeitig auf beiden operiert, schickt klassische Informationen und Bob kann anschließend sein Räderwerk anstellen und tatsächlich diese Quanteninformationen wieder übertragen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, denn auf diese Weise können Sie Quanteninformationen zum Beispiel von Photonen auf Atome übertragen. Und wenn man darum geht, dass diese Quanteninformation gespeichert wird und übertragen werden soll, brauchen wir genau solche Operationen. Sonst würde vieles keinen Sinn machen, von der Quanteninformationstechnologie zu sprechen. Und damit möchte ich dann zu einem wesentlich komplexeren Zustand kommen und Ihnen zumindest grob noch einen Eindruckblick geben, was denn dieser Quantencomputer sein sollte. Die Geschichte des Quantencomputers startet wieder mit einem sehr berühmten Physiker, Feynman. Das ist einer der berühmtesten unserer Zeitgenossen 1985. Und er hat etwas sehr Bemerkenswertes festgestellt. Der hat festgestellt, wenn wir n Teilchen haben, die beide zwei verschiedene Zustände haben können, also wieder 0 und 1, ihr habt einen Spin genommen, Sie könnten sich auch wieder das mit Polarisationen vorstellen. Und Sie wollen dieses System simulieren. Also soll nichts anderes heißen, Sie wollen das in den Rechner einlesen und wollen wissen, was das System tut. Dann werden Sie feststellen, das geht nicht, denn es gibt 2 hoch n verschiedene Zustände. Sie sehen, dieses n steht im Exponenten, das ist exponentiell, wächst das. Soll nichts anderes heißen, Sie bräuchten unendliche Speicher und das wächst exponentiell. Das heißt, wir wissen eigentlich schon heutzutage, Systeme, die gar nicht so groß sind, ungefähr 100 Teilchen haben, können wir niemals berechnen, was da passiert. In Quantenphysik. Es geht nicht. Sie können ausrechnen, die Speicher sind nicht vorhanden, Sie können diese Information nicht prozessieren. Es geht ganz prinzipiell nicht. Das finde ich immer ganz spannend, weil wir irgendwie in einem Zeitalter leben, wo wir denken, wir können alles berechnen. Wir können das Wenigste berechnen. Sobald wir irgendwie eine echte Modellierung anfangen, das kann nicht funktionieren. Das kann man jetzt negativ sehen, man kann es auch positiv sehen. Feynman hat nämlich gesagt, naja, vielleicht kann man das ja genau als Rechner verwenden. Können wir nicht Systeme bauen, wo wir Quantenzustände, also N-Teilchen, in solche Superpositionszustände bringen. Wir haben vorhin einen Qubit gehabt, jetzt haben wir nicht nur ein so ein Qubit oder diese verschränkten Zustände waren 2 Qubits, die in diesen Superpositionszustand, sondern wir haben N davon. Also es ist schon eine höhere Komplexitätsklasse. Danach machen wir eine Verarbeitung auf diesen Superpositionszustände und machen hinterher Messungen an den N-Qubits. Sowas wird zum Beispiel funktionieren für die Faktorisierung großer Zahlen. So, da können Sie genauso ein System verwenden. Und dann bekommen Sie plötzlich sehr viel effizientere Rechenmaschinen
für ganz spezielle Aufgaben, aber die Aufgaben können wirklich eine sehr wichtige Aufgabe sein, zum Beispiel das Entschlüsseln von Nachrichten. Damit ist ein neues logisches Konzept aufgekommen in der Quanteninformationsverarbeitung. Es gibt auch Leute aus der Informatik, die genau die Theorie anschauen. Mathematisch lässt sich das auf dem Papier alles ganz gut hinschreiben. Das Problem ist die physikalische Implementierung, die ich schon gesagt habe. Die Dekohärenz spricht dagegen, dass so ein N-Teilchen-Zustand, das irgendwie überall phasenkohärent sein muss, also wo alles sehr genau kontrolliert wird, tatsächlich erhalten bleibt. Das macht uns Ärger. Wir haben große Fortschritte in dem Bereich erzählt. Bisher ein Qubit ist schon erzeugbar, also mit 8 verschiedenen Teilchen. Die Gruppen, die in dem Bereich arbeiten, sagen aber jetzt, wir kommen in ein anderes Problem. Die können ihren Rechner nicht mehr charakterisieren. Das ist ganz interessant, weil der ist ja so mächtig, dass man hinterher gar nicht mehr weiß, ob er das Richtige macht. Und mit den Messungen wird es schwierig. Also wir kommen tatsächlich in ein Henne-Ei-Problem rein. Aber genau dahin zielt die Forschung. Trotzdem, es ist sehr schwierig und wir haben jetzt, beschreiten wir noch einen anderen Weg und sagen, naja, können wir nicht das Grundprinzip mal überlegen. Wir machen jetzt nicht einen echten Quantencomputer, wo wir wirklich diese Algorithmen versuchen nachzubilden, sondern wir machen Quantensimulationen. Das heißt jetzt nicht eine Simulation auf dem Rechner, sondern wir nehmen ein Modellsystem, was wir gut beherrschen können her, das ein anderes System beschreiben soll. Beispielsweise, das ist das einfachste System, was man sich so denken kann, und das ist in der Optik, kann man das auch schön realisieren, ein Golden Board. Das ist im Prinzip einfach ein Brett mit Pfosten, wo so eine Kugel nach links und rechts gehen kann. Was dabei rauskommt, ist, und Sie schauen unten sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung an. Was dabei rauskommt, ist eine Binomialverteilung. Das lernt man auch, das ist ein Zufallsprozess, das ist ein sogenannter Zufallswalk oder Random Walk. Und diese zufallsichtigen Bewegungen sind ein sehr gutes Modellsystem für Brownsche Bewegungen, also für Zitterbewegungen von kleinsten Teilchen, für Suchalgorithmen. Tatsächlich, wenn Sie irgendwas versuchen, in der Informatik werden die viel eingesetzt. Und Sie beschreiben zum Beispiel auch modellhaft wunderbar Aktienkurse. Also da, wenn diese Random Walks sind in der klassischen Informationsverarbeitung weit verbreitet und auch zur Modellierung von klassischen Systemen. Und die sind ein ideales System, um auch Quanteninformationen zu testen. Denn das kann man relativ einfach ersetzen, wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese einzelne Pfosten ist kein Pfosten mehr, sondern so ein Strahlteiler, der uns diese Superpositionen erzeugt, jetzt nicht in Polarisationen, sondern eben, ich gehe links und rechts. Dann können Sie sich überlegen, was passiert, wie schaut die Verteilung aus, wenn man das Ganze durchlaufen hat. Und rechts sehen Sie, was da passiert. Es kommt nämlich eine ganz andere Statistik raus. Und solche Systeme sind implementierbar. Das heißt, Sie sehen, was wir versuchen zu machen, wir kommen von der anderen Seite. Wir sagen, was ist implementierbar, was können wir denn damit erreichen? Diese Quantum Walks, wie Sie nennen, hat man die Hoffnung, oder können Phänomene der Halbleiterphysik nachstellen. Das heißt, man hofft, dass man damit eben andere Systeme wieder modellieren kann. Sie werden derzeit sehr intensiv studiert, um Quantenalgorithmen zu finden. Was ist ein Quantenalgorithmus? Ein Quantenalgorithmus ist genau das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Wir versuchen jetzt das Rechnen auf diesen Superpositionszuständen. Und tatsächlich auch in biophysikalischen Phänomene versucht man es heutzutage zu verstehen. Denn man fragt sich, und es gibt heutzutage berechtigte Hinweise dazu, dass sogar in der Biologie Quantenphänomene eine Rolle spielen und auch zur Untersuchung von solchen Phänomenen können so Quantenwalks eingesetzt werden. Das heißt, hier untersucht man die Ausbreitung einer Anregung, das heißt Informationen in einzelnen Schritten, also für Transportphänomene. Klassisch können Sie sich das jetzt nicht nur eindimensional vorstellen, bisher sind wir auf dem Brett immer links und rechts nur gelaufen, Sie können sich das auch vorstellen, dass man auf einem Gitter läuft. Und das sind tatsächlich Experimente, die ich auch in meiner Arbeitsgruppe mache, wo wir anschauen, was passiert, wenn man hier eine Kohärenz anschafft. Also wenn wir praktisch gleichzeitig diese Wege alle durchlaufen und hinterher schauen, wo ist denn nun unser Teilchen, unser Läufer, wo kommt ihr denn raus? Und da können wir heutzutage sehr große Systeme schon anschauen, also bis zu 400 verschiedene Schritte, da können wir anschauen, was passiert. Das ist so der experimentelle Zugang, wo wir versuchen, können wir nicht wirklich was mit diesem neuen Konzept der Quanteninformation machen. Es ist aber ein aktives Feld der Forschung. Zu den vollen Quantencomputer wird es ziemlich sicher noch lang dauern. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich, dass wir sehr viel lernen in der Geschichte. Und die Techniken, die wir heutzutage haben, die Technologien, die wir haben, sind erstaunlich. Wir können Dinge realisieren, wovon die Gründungsväter der Quantenphysik nur träumen konnten. Ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und vielleicht Ihnen noch ein paar Impressionen mitzugeben, wie das dann im Labor ausschaut. Also das ist so ein typischer Aufbau, an dem ich hier stehe.
sehr viele Spiegel, die zu justieren sind. Ein Laser ist im Hintergrund. Ja, und da sehen Sie auch, dass wir auch im Dunkeln arbeiten. Denn was interessant ist, wer einzelne Photone untersuchen will, darf sonst kein Licht haben. Das heißt, fast unsere alle Experimente finden im Dunkeln statt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Frau Professor Silberhorn, ganz herzlichen Dank für diesen außerordentlich spannenden Vortrag und den Ausflug in die exotische Welt der Quantenoptik. Es ist jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Vielleicht darf ich mal anfangen. Was sind denn die Herausforderungen, die so ein Quantencomputer stellt, wenn man den bauen möchte? Was sind dort die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist, dass diese Eigenschaft der Kohärenz, die ich gesagt habe, diese Welleneigenschaft, unheimlich schnell verfliegt. Das heißt, Sie können anfangen, Sie versuchen, Sie müssen erstmal einzelne Teilchen, wie auch immer, entweder Lichtteilchen oder einzelne Atome, Ionen festhalten können. Können Sie sich vielleicht schon mal vorstellen, ein einzelnes Teilchen kontrolliert irgendwo festzupinnen, ist extrem schwierig. Aber dann müssen Sie auch noch die Eigenschaften von dem sehr gut kontrollieren und nicht von einem, sondern von idealerweise 10 bis 100 gleichzeitig. Und ich hatte schon angedeutet, dass das nicht so einfach sein wird, zeigt sich daran, normalerweise machen Teilchen sowas nicht, sondern im makroskopischen, also sobald ich zu beobachtbaren Größen gehe, sehen wir normalerweise niemals Kohärenzphänomene. Also wir sind nicht gleichzeitig vorne und hinten, sondern wir sind an einem Ort. Und diese Dekohärenz ist wirklich eines der größten Herausforderungen. Und um überhaupt die Technologien zur Verfügung zu stellen, einzelne Teilchen zu handhaben, ist es wirklich sehr aufwendig und geht an die Grenzen dessen, was überhaupt möglich ist. Wo sind auf Laborseite die größten Herausforderungen? Also ist da ganz spezielle Fundamente, die Sie brauchen, um die Experimente durchführen zu können? Na, die Aufbauten nutzen verschiedenste Technologien. Also wir arbeiten mit Photonen. Da erzeugen wir feinste Strukturen, Mikrometerstrukturen und versuchen die mit höchster Reinheit zu erzeugen, weil Sie sehen sämtliche Störeffekte, die normalerweise nie eine Rolle spielen. Sobald Sie auf so niedrigen Leveln schauen, wenn Sie mit echten Teilchen arbeiten, sind die Aufbauten selbst sehr groß. Also Sie müssen schon überhaupt, um einzelne Teilchen zu fangen, sehr spezielle sogenannte Kühlmechanismen entwickeln, die über Laserstrahlung gehen. Also es ist oftmals die Technologie, die dahinter steckt. Wir können in manchen Bereichen auf Etabliertes zurückgreifen, dann müssen wir es aber sehr viel stark verfeinern, also die Reinheiten und die Qualitäten müssen sehr viel höher werden. Oder es müssen völlig neuartige Technologien entwickelt werden. Deswegen sind auch Physiker, die es in der Form noch gar nicht gibt. Und da brauchen sie natürlich auch neue Ideen, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Ich habe nur eine ganz klitzekleine Frage ganz am Anfang, um für mich den Begriff, wenn ich den falsch verstanden haben sollte. Auf Ihrer ersten Grafik, da war bei der Interferenz die Rede vom Doppelspalt, aber es stand da Doppenspalt. Das war wahrscheinlich ein Druckfehler. Oder ist Doppenfalt ein neuer Begriff, wusste? Das war ein Fehler auf der Folie. Gott sei Dank, Ganz normales Doppelspaltexperiment. Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Was denken Sie, wie viele Wissenschaftler sich in Deutschland ungefähr mit dieser Problematik beschäftigen gegenwärtig? Das ist eine schwierige Frage, weil es erstmal die Frage ist, wie breit Sie das Feld einordnen und dann, was Sie als Wissenschaftler bezeichnen. Das klingt zwar jetzt böse, aber zählen Sie Doktoranden mit oder nicht? vielleicht lässt sich es anders beantworten. Also es gibt das Institut für Max-Planck-Institut für Quantenoptik, die sich insgesamt mit der Kontrolle von Quantensystemen beschäftigen. Das sind ein paar hundert Mitarbeiter ganz sicherlich. Und an den Universitäten würde ich jetzt mal grob über den Daumen schätzen, gibt es sicherlich 10 bis 20 Gruppen, die Ähnliches in irgendeiner Form machen. Es ist nicht riesig, das Feld, aber es ist durchaus signifikant. Ich habe Ihnen jetzt nur die Quanteninformationsverarbeitung vorgestellt, aber Sie können sich vorstellen, dass alles, was mit Quantentechnologien, also mit Beherrschung von Quantenexperimenten auf dem einzelnen Photonenlevel oder einzelnen Teilchen
sehr stark verknüpft ist. Da kommen auch Metrologieanwendungen, also Messaufgaben, Sensoren und sowas auch mit rein. Danke. Könnten Sie noch mal kurz, das habe ich nicht ganz verstanden, zur Erzeugung der einzelnen Photonen sagen und vielleicht, wenn das möglich ist, in Termen von Datenraten, wie schnell man sowas machen kann? Okay. Also die Erzeugung von einzelnen Photonen ist ein Experiment aus meinem eigenen Labor. Ich weiß nicht, ob Sie Physiker sind, aber was passiert ist, Sie beschießen einen nichtlinearen Kristall mit einem Laserpuls. Kristall sagt Ihnen sicherlich was. Und was Sie dann machen, ist, immer wenn Sie eine Welle, eine Lichtwelle auf Material geben, erzeugen Sie eine Anregung. Also es gibt einen Ton. Wenn Sie den Ton so stark anregen, dass es einen Überton gibt, also bei einer Gitarre, wenn es irgendwie anfängt zu klingen, dann bekommen Sie die höheren harmonischen. So können Sie auch Frequenzen ineinander auf verschiedene Farben erzeugen. So wird praktisch normalerweise beispielsweise rotes Licht in blaues Licht umgesetzt. Den umgekehrten Prozess, das ist dieser Quantenprozess, und das passiert nur relativ selten und das darf auch nur relativ selten passieren, weil sie nämlich sonst andere Probleme bekommen. Das heißt, das ist irgendwie der Prozess selber. Dann erzeugen sie immer zwei Teilchen parallel und das liegt an Energie- und Impulserhaltung. Sie verändern die Farbe von diesen Photonen. Und Sie machen aus einem hochenergetischen Photon zwei niederenergetische Photonen mit genau der halben Energie. Und diese Energieerhaltung sagt Ihnen, warum das immer zwei sind. Und dann detektieren Sie eins von den beiden und wissen, dass Sie das zweite haben. Die Raden ist genau eines der Punkte, wo derzeit daran gearbeitet wird. Die Raden, die realistisch sind, je nachdem, wie man sieht, also ich würde sagen, so bis zum Megahertz ist kann erzeugt werden, wenn Sie irgendwie erlauben, dass die Teilchen doch nicht ganz so ein Photone zuständig sind. Zwischen Kilo und Megahertz. Und da haben Sie auch eines der Probleme für so Schlüsselübertragungsprotokolle, die sind relativ langsam. Also wenn Sie damit wirklich eine Schlüsselkryptographie machen wollen, wäre das viel zu langsam. Was gemacht wird in der technischen Anwendung, ist allerdings so ein Hybridsystem. Sie brauchen, oder die Informatiker erzählen uns, wir bräuchten immer so einen neuen Anfangsschlüssel, einen kleinen Schlüssel, der wirklich vollkommen zufällig und vollkommen zufällig ist und zwischen Alice und Bob geteilt wird. Und den können wir dann wieder aufblasen in größere Schlüssel. Aber ganz wichtig ist, dass die irgendwie immer so ein Teilstück haben, was wirklich absolut sicher ist. Und so Hybridsysteme werden tatsächlich schon realisiert, wo sie also die Quantenphysik nutzen, um die Sicherheit zu erhöhen, das ist dann nicht die absolute physikalische Sicherheit, aber sicherer als alles, was Sie sonst zu hören, und dann aber wieder klassische Verfahren nehmen, um größere Schlüssel zu bekommen. Aber Sie haben vollkommen recht, die Raden sind eines der Probleme und ist auch eines der Gründe, wo noch viel Forschungsarbeit liegen muss, und die Kompaktheit und die Kleinheit der Systeme. Wir sind schon weit gekommen, aber Sie müssen die Systeme, wenn Sie es wirklich kommerziell einsetzen wollen, sehr viel zuverlässiger noch machen können. Deswegen auch diese Wellenleiter, das macht schon alles sehr viel kleiner. Normalerweise die ersten Experimente wurden mit Volumenkristallen gemacht oder sogar mit Atomfahren. Das sind riesige Aufbauten, da brauchen Sie nicht von der Technologie sprechen. Ist das laut? Meine Frage wäre, wie ich denn erreiche, dass so ein Photon, das ich erzeuge, die richtige Polarisation hat? Das ist nicht schwer. Ich weiß nicht, mit wem ich gerade spreche, aber ist egal. Der Prozess, den ich Ihnen gesagt habe, diese parametrische Fluoreszenz, der erzeugt schon Photone mit ganz definierter Polarisation. Das heißt, das funktioniert nur, also das Licht, wie dieses einfallende Licht und die zwei Photone, die da entstehen, wie die polarisiert sind, ist vorgegeben durch den Erzeugungsprozess. Glücklicherweise. Und dann kann ich anschließend, wenn ich ein Foto mit einer ganz bestimmten Polarisation habe, ist die Polarisationsdrehung mit Licht sehr einfach. Es ist wieder einfach ein Plättchen, was Sie reinstellen. Das ist eines der Sachen, die sehr schön funktionieren. Ja, ich habe eine Frage zu dem, was Sie vorhin ausgeführt hatten, nämlich die, ich glaube, Lebensdauer der Kohärenz oder Stabilität.
Wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann war ja eines der Probleme bei der Diskussion der Deutung der quantenmechanischen Phänomene, dass ich glaube, sogar Erwin Schrödinger ja die Auffassung äußerte, dass Materiewellen ontologisch zu verstehen seien. Also nun ist das ja gerade eins geteilt durch kohärent, weil es ja gerade eine Fourierüberlagerung verschiedener Frequenzen ist, die ja auseinanderfließen. Das heißt, ein Wellenpaket ist eben gerade zeitlich nur kurzlebig. Und jetzt sagen Sie das andere Extrem, soweit ich es verstehe, ich habe es da vielleicht auch nicht verstanden, also kohärent, das wäre ja alles eine Wellenlänge, sei auch nicht zeitlich stabil. Oder habe ich das falsch verstanden? Oh, da sprechen Sie eine schwierige Sache an. Sie sprechen zum einen das Problem der Lokalisierung der Quantenphysik an. Und Sie haben vollständig recht. Ich habe jetzt erstmal nur mit einer Wellenlänge gearbeitet. Und eine Wellenlänge ist zeitlich unendlich ausgedehnt. Das heißt, wenn ich tatsächlich zeitlich kurze Systeme haben will und irgendeine zeitliche Bandbreite müssen sie eben haben, dann ist irgendwas hier schon mal faul. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja. Tatsächlich ist dem so. Das habe ich jetzt in dem öffentlichen Vortrag, bringe ich das nicht. Das ist eines der Forschungsthemen, die wir tatsächlich uns widmen. Wir schauen uns nämlich an, wenn man Ultrakurzpulse draufschickt, wie sind die Pulscharakteristika von Signal und Eitler. Das ist aber von der Kohärenz erstmal kein Problem. Denn die Kohärenz ist nun mal erstmals nur für jede Wellenlänge separat bestimmt und dann von der Phasenlage, also von zwischen den verschiedenen Wellenlängen. Aber wenn Sie das kontrollieren, alles miteinander, bleibe ich trotzdem kohärent. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das ist im Prinzip die Physik der Ultrakurzpulse. Sie können heutzutage Pulse auf Längenskalen von Attosekunden herstellen. Und tatsächlich arbeiten wir in unseren Laboren, und das finde ich von der Grundlage sehr spannend, was passiert denn, wenn wir diese Kristalle, wir beschießen in Wirklichkeit nicht mit monochromatischem Licht, sondern wirklich mit gepulstem Licht. Und schauen uns dann das Zusammenspiel von lokalisierten Wellenpaketen okay. und Photonen an. Also das ist bloß von der Thematik noch schwieriger zu erklären. Aber das ist mal von der Kohärenz erstmal kein Problem. Denn da müssen Sie es nur anders definieren. Da müssen Sie halt einfach die Kohärenz sagen, ist das Wellenpaket stabil oder nicht. Das Problem, was wir hier haben mit Schrödinger, ist ein anderes. Die Kohärenz skaliert mit 1 durch die Teilchenzahl, die das Ganze konstruiert. Das ist das berühmte Schrödinger-Katzen-Bereich. Und das ist genau auch letztendlich das, wo ich gesagt habe, makroskopisch, mikroskopisch. Schrödinger-Katzen existieren nicht, weil wir sagen, wenn wir durch 1 durch n geben, also wenn wir n Teilchen haben, dann sind diese Phasenbeziehungen unheimlich schnell weg. Genau das wollen wir aber bauen mit dem Quantencomputer. Erstaunlicherweise funktioniert das aber, wenn Sie spezielle Systeme haben, gar nicht so schlecht. Sie können nämlich auch wieder Fehler korrigieren und alles. Aber das ist im Prinzip das, wo die Grundlagenforschung genauer reinschaut. Und das ist genau eigentlich das, was als Physiker sehr spannend ist. Wie groß können wir Systeme bauen? Und das ist, wie gesagt, einfach spannend. Und wann ist der Übergang von der mikroskopischen zur makroskopischen Welt? Und das ist eigentlich immer noch was, was wir nicht richtig verstanden haben, weil die Quantentheorie selber, da ist es intrinsisch nicht wirklich drin, beziehungsweise da ist es der Messprozess. Also wie genau diese Messung, dass die Messung was verändert, aber was bestimmt diesen Messprozess ist alles, also es ist tatsächlich was, wo wir heutzutage auch noch nicht so viel weiter sind, wie damals die Kopenhagener Interpretation, und das sind dann so die Sachen, wo wirklich in die Grundlagen reingehen. Im Grunde wäre doch die Quantentheorie, also gut, was heißt im Grunde, und da haben wir eine Quantelung, aber der Übergang von klein nach groß, der ist ja eigentlich kontinuierlich. Kann also, er nicht sein. Irgendwo. Nicht der Energieübergang, sondern nicht. Das ist eines der Faszinationen, die in diesem Gebiet. Das ist vielleicht das. Also wir können ja auch vom Golfball eine Wellenlänge, ne? Können wir ja auch ausrechnen. Die ist eben, ja, und tatsächlich. Die ist eben so weit hinterm Komma, dass sie nicht relevant ist. Aber sie ist ja grundsätzlich da. Ja, und tatsächlich ist, wenn Sie anschauen, wie denn, welche Wissenschaftler in dem Bereich. Tatsächlich wird sich sowas angeschaut. Es gibt Leute in Wien, die schicken Viren auf Doppelspalte, die sehr klein sind. Also Viren sind immerhin, ich weiß gar nicht, wie viele Teilchen, sind schon wirklich ziemlich makroskopisch und die interferieren. Dann sollen die mal nach Afrika. Ne? Nee, aber das, was Sie ansprechen, ist, glaube ich, die Faszination der anderen Richtung.
Was vielleicht ganz interessant ist, dass hier die Grundlagenforschung und die Technologie zusammenkommen. Ich habe erstmal noch eine einfache, wieder einfache, weniger philosophische Frage. Wie, bei welcher Entfernung der Übertragung sind wir eigentlich inzwischen angekommen? Ich erinnere mich, dass es mal ein Meilenstein war, als wir in Qubits in Wien über die Donau geschickt haben und dann gab es mal irgendwas zwischen irgendwelchen Kanareninseln. Können wir jetzt schon das durch die Glasfaser über den Atlantik schicken? Also ich glaube, die Satellitenexperimente, die Sie erwähnt haben, sind völlig richtig. Ich glaube, momentan wird das nicht, also die Entfernungen, die wir haben, sind ungefähr 100 Kilometer über Glasfaser und wir kommen da an eine sehr fundamentale Grenze. Was Sie dann brauchen, ist nämlich wirklich die Technologie des Quantenverstärkers. Das heißt, ich hatte irgendwie, Sie sehen, in manchen Folien haben Sie auch so diesen Verstärker gesehen, das ist auch von dem wissenschaftlichen Vortrag. Kopieren dürfen Sie nicht, ein Verstärker wäre aber ein Kopierer im Prinzip. Witzigerweise können Sie mit verschränkten Zuständen doch wieder so etwas Ähnliches wie einen Quantenverstärker bauen. Das ist tatsächlich das, was auch derzeit Forschungsgegenstand ist. Es gibt mehrere Gruppen, die Quantenverstärker bauen möchten. Dazu brauchen Sie aber wieder Quantenspeicher, Quantenmemories. Das heißt, da müssen Sie einen ganz anderen Überbau nochmal bauen. Und da gibt es Entwicklungen. Also inzwischen sind wir in der Lage, Qubits über Glasfaser zu verschicken, zu speichern und wieder wegzuschicken, aber noch nicht vollständig zuverlässig. Und solange wir das nicht können, werden wir auch nicht höhere Distanzen überbrücken. Das heißt, wir sind hier in einem Zwischenstadium, wo es einfach ein bisschen länger dauert, bis wir mehr Distanzen bringen. Aber die Zielsetzung ist da. Ich hätte noch eine Frage. Vor einem Jahr ungefähr habe ich in einem Paper gelesen, dass es ein Zustand realisiert wurde, wo mehrere Lichtteilchen miteinander verschränkt wurden zu einem neuen sozusagen Materiezustand. Also ich glaube, da ging es um 3 Photonen oder so, die einfach miteinander gekoppelt wurden. Es war eine Arbeit aus Cambridge, glaube ich, oder MIT. Okay, ich sehe irgendwo. Sie haben Photonen zu einem neuen Materiezustand? Ne, die haben die miteinander gekoppelt und das hätte ich gern nochmal. Also es war eine neue Lösung aus den Maxwell-Gleichungen oder eine Lösung, die jetzt erst irgendwie das erste Mal experimentell realisiert wurde. Ich glaube auch mit nichtlinearen Kristallen. Allerdings ist das Paper etwas schwer verständlich und ich wollte nur mal horchen. Sagen wir mal so, es gibt in der Richtung viele Experimente, deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer zu sehen, was Sie wollen. Fakt ist, dass wenn Sie von 2 auf 3 Teilchen übergehen, Sie neue Verschränkungszustände kriegen und neue Verschränkungsklassen und es gar nicht so einfach ist, zu sagen, was da ist. Es kann gern gut sein, dass die einen neuen Zustand erzeugt haben. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass die aus Lichtmaterie gemacht haben. Das scheint mir nicht wirklich vernünftig möglich zu sein. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Lichtmoleküle. Aber es war halt, wie gesagt, die hatten das als einen neuen Zustand, also so wie es halt fest, flüssig, gasförmig und Plasma gibt, hatten die halt als neuen Zustand, okay, wir haben jetzt Lichtmolekül, also wo jetzt die einzelnen Photonen als solche nicht mehr existieren, sondern nur noch so ein gekoppelter Zustand. Muss ich passen, okay. Muss ich wirklich sagen, ist mir im Moment nicht präsent, vielleicht bin ich auch irgendwie nur von der populärwissenschaftlichen Seite jetzt nicht. Ich müsste den Artikel sehen. Wahrscheinlich kenne ich ihn und bringe es einfach mit irgendwas nicht in Verbindung. Meine Frage wäre, Sie hatten vorhin gesagt, dass man ein Photon in 4 Ebenen ausrichten könnte. Vielleicht war es auch noch ein Beispiel, aber wenn es so wäre, stellt sich mir die Frage, warum nutzt man dann nur die Information 0 und 1 und nicht 1, 2, 3, 4, womit man ja mit gleicher Datenmenge doppelt so viel Informationen übertragen könnte? Also ich habe nicht in 4 Ebenen gesagt, sondern Richtungen. Also weil Sie bei einer Messung immer nur 0 und 1 rausbekommen. Das hatte ich Ihnen eigentlich auch gezeigt. Also Sie
können natürlich kodieren in allen möglichen Richtungen und dann brauchen sie so einen Analysator. Und den Analysator, den können sie zwar beliebig ausrichten, aber je nach Ausrichtung projiziert er ihnen immer auf zwei orthogonale, also senkrecht stehende Zustände. Also das ist das, wo ich, vielleicht bin ich da ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, ich habe Ihnen einerseits diesen grünen Analysator gezeigt und andererseits diesen gelben Analysator. Aber jeden Analysator, den Sie bauen können, kann Ihnen zwar beliebige Ausrichtungen wählen, auf die er projiziert, also die er 0 und 1 nennt, aber er wird immer genau zwei Senkrechte nehmen. Das, worauf Sie abzielen, ist eigentlich ganz interessant, weil die Kodierung tatsächlich so ein Kontinuum irgendwie mit drin hat, diesen Parameter, in welche Richtung ich gehe. Aber die Quantenmessung mich das ganze System wieder auf ein zweidimensionales, auf zwei Systeme runterbricht. Deswegen ist ein Qubit trotzdem nicht irgendwie was Hochdimensionales, weil da sieht man auch, welche besondere Bedeutung der Messung zukommt. Wo wir gerade nochmal bei Messprinzipien waren, eine einfache Frage. Okay. Wie sieht denn heutzutage die Entwicklung aus, dass man für einzelne Photonen mehrere verschiedene Quanteneigenschaften nutzt, um Informationen zu übertragen? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man nimmt den Spin und die Polarisation. Also Spin und Polarisation ist ein schlechtes Beispiel, ja, das ist nämlich das Gleiche. Aber dennoch, ja, also Hybridsysteme, Kodierung auf höherdimensionale Zustände, zum Beispiel auf verschiedene Frequenzen, was wir schon hatten, Verschränkung, Korrelationen, also das ist das Verschränkung, zwischen Frequenzen und Polarisation, höherdimensionale Kodierungen, das ist genau das, was wir uns anschauen. Das ist das, was ich hier nicht vorstelle, das ist Forschungsgegenstand. Also wir sind tatsächlich dabei, wir können auf einzelne Photonen tatsächlich, zwar nicht in der Form, wie ich es Ihnen dargestellt habe, wir können sehr, sehr viel mehr Information pro Photon kodieren als nur ein Bit. Das ist richtig. Und das ist auch gerade aktueller Stand der Forschung. Also das machen wir in unserer Arbeitsgruppe beispielsweise auch. Also wir erzeugen Zustände, wo sehr viele verschiedene Frequenzen miteinander korreliert sind und versuchen die wieder in einer guten Art und Weise auszulesen. Dann haben Sie pro Photon tatsächlich mehr als nur einen Informationsinhalt, sondern Sie haben dann eben n verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich hätte vielleicht noch eine mehr philosophische Frage. Sie haben es gerade selbst angesprochen. Beim Messprozess messe ich tatsächlich so wie im Klassischen immer nur 0 und 1. Und Sie haben gesagt, Quanteninformation ist kohärente Information. Ja. Dann taucht natürlich die Frage auf, was ist Information eben selbst? Und klassisch kann ich es ja relativ einfach definieren, als da Information ja nicht von dem Träger losgelöst ist, als beliebigen, nicht kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Vorgang. Information als diskontinuierlichen Vorgang. Vom Prinzip, ich verstehe Sie nicht, weil Sie Sinuswellen erzeugen, modelliert, sondern wegen den Pausen dazwischen. Okay. Wenn Sie sich das anschauen, ist Informationsübertragung tatsächlich diskontinuierlich. Das ist genau das, was wir bei 0 und 1 machen. Oder bei Ihnen, Sie haben es auch gesagt, Licht an, Licht aus, sind alles diskontinuierliche Vorgänge. Was ist denn nun wirklich dann kohärente Information? Von der Begriffsbildung her. Also, es ist eine ganz spannende Frage, denn Sie haben natürlich recht. In der klassischen Informationsverarbeitung ist die Einführung des digitalen Codierens ein Riesenschritt gewesen. Und es gibt natürlich, und ich glaube, darauf ziehen Sie vielleicht indirekt auch an, natürlich auch die Möglichkeit, analoge Maschinen zu bauen. Die Frage ist, was ist jetzt anders bei der Quanteninformation? Und ich würde sagen, anders ist, dass Sie eigentlich beides gleichzeitig haben. Sie haben die Codierung tatsächlich in diesem Kontinuum irgendwie, also Sie haben diesen Kontinuumszustand, wir haben eben beides gleichzeitig, eben dieser Schwebungszustand, der Superpositionszustand da ist. Sie haben aber gleichzeitig, und das spielt für so einen Quantenrechner eine ganz wesentliche Rolle, beim Auslesen der Information projiziert Ihnen die Messung automatisch wieder auf ein diskretes System. Und ich glaube, dass daher auch diese Rechenleistung und diese Neuigkeit reinkommt, dass sie eben weder vollständig diskret sind, noch vollständig analog. Das heißt, die Idee oder das Konzept, was hinter so Quantenalgorithmen im Endeffekt steht, ist, sie arbeiten auf dem Kontinuum,
und wollen von einer Vielzahl von verschiedenen Teilchen bestimmte Eigenschaften, die die alle gemeinsam tragen, auslesen. Beim Shor-Algorithmus, das habe ich Ihnen gesagt, ist es eigentlich eine Frequenz, die Sie auslesen wollen. Und das ist eine sehr einfache Aussage. Ist es die Frequenz, ja oder nein? Und genau das ist irgendwie bei der Quanteninformation. Sie nutzen einerseits diesen kontinuierlichen Charakter, aber Sie müssen dann hinterher nicht das kontinuierliche ausreden, sondern das Auslesen macht Ihnen die Messung, die es zum Richtigen kollabieren lässt. Das ist jetzt relativ heuristisch, aber ich glaube, es gibt eine ganz gute Anschauung, was da passiert. Das hofft man sich auch, was man irgendwie versucht, die Methode, neue Algorithmen zu entwickeln, da geht man genau von solchen Überlegungen aus. Und deswegen ist ein Quantenrechner, auch wenn er kommen sollte, der wird nie irgendwie sämtliche Rechenleistung plötzlich beschleunigen. Das kann gar nicht sein. Der wird für relativ spezielle Aufgaben, aber Aufgaben, die für uns wichtig sein können, konzipiert sein. Sie hatten gesagt, dass die Lichtquanten mit 4 verschiedenen Eigenschaften auftreten können. Die beiden Polarisationsrichtungen, nennen wir sie mal waagerecht und senkrecht, sind klar und allgemein bekannt. Worum es sich bei den beiden anderen handelt, habe ich nicht verstanden. Okay, das war Anschauung. Das sind auch, was Sie waagerecht und senkrecht nennen, hängt von Ihnen selbst ab. Also nicht nur 4, im Prinzip sind sehr viel mehr. Ich habe nur die, Sie können das waagerecht und senkrecht machen, wenn Sie sich ein bisschen drehen, können Sie auch die nehmen. Das sind wirklich nur unterschiedliche Richtungen. Die können Sie im Prinzip auch nicht nur die zwei, ich habe nur die beiden rausgegriffen, weil die am meisten sich unterscheiden wieder. Es sind wirklich einfach nur Schwingungsebene von dem elektromagnetischen Feld. Im Prinzip ist es das Bezugssystem. Einfach eine Benennung, was ist waagrecht und senkrecht. Und Sie können das unterschiedlich benennen. Also man könnte über 4 auch hinausgehen und sagen, es sind 20, indem man noch mehr Grundpositionen der Analysatoren heranzieht. Richtig. Wird teilweise auch gemacht. Also es wird teilweise auch damit wird gespielt. Also Sie sehen so Protokolle, da gibt es so Grundprotokolle, und dann können Sie sehr viel Spielmöglichkeiten und neue Protokolle entwickeln. Sie müssen bloß, wenn Sie sowas machen, das machen Studenten auch ganz gerne, sagen, zu was soll das gut sein? Also die 4, da kann ich Ihnen sofort sagen, zu was ist das gut? Da kann ich was erreichen, was klassisch nicht möglich ist. Sie können jetzt auch mit mehr spielen, aber dann muss es irgendwie Nutzen bringen, sonst erhöht es nur die Komplexität. Ja, vielen Dank. Passt vielleicht auch als letzte Frage. Und zwar würde mich einfach mal interessieren, wenn Sie Ihre Forschung betrachten, wo sehen Sie Ihr Forschungsziel, ein erreichbares Forschungsziel in den nächsten 10, 20 Jahren, also eine Stabilisierung oder was auch immer es ist? Ein einzelnes Ziel wollen Sie haben. Also ich glaube, wir zielen auf zwei prinzipiell unterschiedliche Dinge ab. Zum einen wollen wir tatsächlich ganz praktische Bauelemente bauen. Wir wollen einfach die Bauelemente, zum Beispiel Einzelphotonen, so bauen, dass wir sie mit hohen Zellraten erzeugen können, dass sie einfacher sind, dass es tatsächlich umsetzbar ist. Und es wäre toll, und es schaut wirklich so aus, wenn die tatsächlich mal so weit professionalisiert werden würden und wir die Industrie überzeugen können, sowas zu verwenden. Ich glaube, dass da besteht gerade im Moment eine sehr gute Chance. Die andere Sache ist, muss ich ehrlicherweise sagen, von meiner Seite auch durch Neugier betrieben. Und das hat ein bisschen schon angeklungen. Ich möchte eigentlich wissen, was lässt sich alles machen, also wie viel Information lässt sich kodieren und möchte einfach ein besseres Verständnis erwerben. Und da eine Zielsetzung sich zu setzen, eine globale Zielsetzung, ist schwierig. Ich muss ehrlicherweise sagen, da stehe ich auch dazu, ich bin Grundlagenforscherin, die Physik interessiert. Mich interessiert einfach, wie das Ganze funktioniert, inwieweit wir gehen können. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt Antwort reicht. Zumindest haben Sie es ja als Leute mit der Millionärin genügend mit Mitteln versorgt, um auch diese experimentellen Ziele zu erreichen. Ich möchte jetzt zum kulinarischen Teil überleiten und zunächst nochmal der Frau Professor danken. Und wir haben noch einen kleinen Blumenstrauß als Ausdruck des Dankes. Vielen Dank. Und damit möchte ich die Veranstaltung schließen. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Was machen Sie denn richtig mit dem Geld? Das ist gar nicht so viel, wie es sich anhört.